Es ist kalt, es schneit und schon fallen zahlreiche Flüge aus, sind mehrere Stunden verspätet oder es schließen gleich mal ganze Flughäfen. Das Wetter sorgt für ordentlich Chaos. Aber wie kann das sein? Waren die da nicht drauf vorbereitet? Was das aktuelle Wetter für die Fliegerei bedeutet, das klären wir heute. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schnee und Eis sind für die Fliegerei richtig problematisch. Warum? Das ist schnell erklärt. Ein Flugzeug funktioniert nur dann so, wie es funktionieren soll, wenn alle Oberflächen, also Tragflächen, Rumpf und Steuerflächen, sauber sind. Dafür wurden sie designt. Dafür wurden die Leistungsgrenzen eines Flugzeuges festgestellt und auf dieser Grundlage wird vor jedem einzelnen Start die Performance des Flugzeuges berechnet, um auch sicherzustellen, dass die Maschine an diesem Tag mit dieser Beladung, bei diesem Wetter, an diesem Flughafen, selbst bei einem Triebwerksausfall zum schlechtesten Zeitpunkt sicher abheben und sicher fliegen kann. Eis oder Schnee, so dick und rau wie ein ganz normales Schmirgelpapier, nur an der Vorderkante der Tragfläche, kann den maximal möglichen Auftrieb eben dieser Tragflächen um bis zu 30% reduzieren. Gleichzeitig den Widerstand um bis zu 40% erhöhen. Warum man das weiß? Weil das schlaue Leute mal rausgefunden und berechnet haben und weil tatsächlich schon eine ganze Reihe von Flugzeugen mit diesem Phänomen zu kämpfen hatten und deswegen abgestürzt sind und viele hundert Menschen dafür ihr Leben lassen mussten. Eis und Schnee verändert die Oberflächen eines bis ins kleinste Detail ausgeklügelten Tragflächenprofils und damit die Aerodynamik rundherum, was die Leistungsfähigkeit der Maschine und damit die Flugsicherheit zwangsläufig beeinträchtigt. Also werden die Flugzeuge geschützt. Da führt auch gar kein Weg dran vorbei. Schließlich bewegt sich ein Flugzeug nicht nur im Winter in Vereisungsbedingungen, auch im absoluten Hochsommer gilt, mit zunehmender Höhe sinkt die Temperatur in der Troposphäre Stück für Stück immer weiter ab, bis hin zu etwa minus 56 Grad Celsius. Und wenn das Flugzeug auf dem Weg dahin ausreichend feuchte Luftschichten passiert, durch Wolken, Schnee oder Regen fliegt, dann sind die Bedingungen perfekt, sodass sich innerhalb kürzester Zeit ein Eisansatz vor allem an den Tragflächenvorderkanten und am Triebwerkseinlass bilden würde. Was dann also nicht nur die Aerodynamik der Maschine, wie eben besprochen, verändert, sondern auch das Gewicht des Flugzeuges erhöht, die Triebwerke durch Eisstücke beschädigen könnte oder empfindliche Instrumente in der Luft verstopfen könnte, weshalb diese auch dauerhaft während des Fluges beheizt werden. Dennoch passierte genau das auf dem Air France-Unglücksflug aus dem Jahr 2009, Air France 447 der A330 auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris. Dort befand sich die Maschine für einen gewissen Zeitraum in so heftigen Vereisungsbedingungen, dass die Heizung der Pitotrohre für einen gewissen Zeitraum nicht dagegen ankam und die Pitotrohre trotzdem Eis ansetzten. Die Dinger werden gebraucht, um die Fluggeschwindigkeit zu ermitteln. Und die Messwerte, die daraus entstanden, waren für einen kurzen Zeitraum völlig durcheinander und damit unbrauchbar. Das war zwar nicht der entscheidende Grund für den Absturz der Maschine, aber ein sehr wichtiger Grund. Darüber hinaus lassen sich die eben angesprochenen vulnerablen Stellen des Flugzeuges über Schalter im Cockpit ebenfalls beheizen. Wing Anti-Ice und Engine Anti-Ice gehören zur Ausstattung jedes großen Verkehrsflugzeuges. In Airbus-Flugzeugen zeigt ein kleiner Pin ganz vorne zwischen den Cockpitscheiben der Besatzung an, ob die Maschine in Vereisungsbedingungen fliegt. Entsteht hier ein Eisansatz, dann kann man davon ausgehen, dass auch die Tragflächenvorderkante und der Triebwerkseinlass davon betroffen sind. Es ist ein simples, aber äußerst wertvolles Tool. In der Luft ist die Maschine dann also geschützt. Am Boden aber ist die Situation eine völlig andere. Gerade hier in Deutschland, wo an vielen Flughäfen Nachtflugverbot herrscht, kommen die Maschine quasi zum Übernachten nach Hause, wenn man so will, stehen dann 6, 7, teilweise 8 Stunden völlig unbenutzt und damit eben auch vollständig ausgeschaltet am Boden. Und sind dabei nicht nur der Witterung ausgesetzt, sondern natürlich auch der Kälte. Und diese Maschinen kühlen dann über Nacht so richtig schön durch. Wenn ihr einen Garten habt und dort vielleicht eine Handpumpe oder sowas oder irgendwie Regenrinnen am Haus mit einer Regentonne drunter oder so, dann wisst ihr, was jetzt für ein Problem kommt. Wenn es friert, dann müsst ihr bei der Pumpe und so weiter das Wasser ablassen, damit es da nicht zu Beschädigungen kommt oder irgendwelche Wasserleitungen platzen oder sowas. Und das ist beim Flugzeug durchaus vergleichbar, denn auch das Flugzeug hat Wasserleitung und einen Frischwassertank. Vor einer kalten Nacht muss dieses Wasser unbedingt abgelassen werden, sonst kann es auch hier über Nacht zu Beschädigungen kommen oder die Maschine ist die ersten Stunden des nächsten Tages völlig unbrauchbar, denn wenn das ganze Wasser an Bord des Flugzeuges gefroren ist, dann kann man weder die Toiletten benutzen, noch kann frisches Wasser nachgefüllt werden. Das klingt jetzt vielleicht nicht nach einem wichtigen Ding, glaubt mir, ist es aber. Deutlich spannender ist aber selbstverständlich die Tatsache, dass ein Flugzeug vor dem Start aufwendig enteist werden muss. Clean Aircraft Concept heißt das dann. Wenn irgendwelche Oberflächen der Maschine mit Schnee oder Eis kontaminiert sind, dann muss das alles vorher weg, bevor die Maschine in die Luft geht.
Nicht nur, weil das Enteisen mit den eigenen Möglichkeiten des Flugzeuges höchst ineffizient wäre, sondern auch, weil Schnee und Eis bei einem mehrere Stunden am Boden stehenden Flugzeug natürlich größtenteils an den Stellen ansetzen, an denen die eigenen Systeme überhaupt nichts ausrichten können. Anders gesagt, den Motor des Flugzeuges anreißen und die Maschine ein bisschen warm laufen lassen, bis das alles schön aufgetaut ist, das wird hier nicht funktionieren. Also wird aufwendig enteist. Und dafür kommen dann diese lustig aussehenden Fahrzeuge entweder direkt zur Parkposition und enteisen das Flugzeug dort, oder es gibt extra ausgewiesene Flächen, sogenannte De-icing Pads, meist in direkter Nähe zur Startbahn, wo die Flugzeuge dann enteist werden. Letzteres hat einen ganz gewaltigen Vorteil. Die Maschine werden enteist und sind dann innerhalb weniger Minuten bereit an der Startbahn und können losfliegen. Das ist deswegen besonders wichtig, weil nach dem Enteisen eine sogenannte Holdover-Time runterläuft. Das ist die Zeit, über welche die aufgetragenen Flüssigkeiten definitiv vor einem neuen Eisansatz schützen können. Es wird meist mit zwei Flüssigkeiten enteist. Die erste ist aufgewärmt, Wasser als Hauptbestandteil, und damit wird dann wirklich enteist, also das Eis und Schnee wird von der Tragfläche entfernt. Die zweite mit viel Glykol, einem Alkohol, dessen Gefrierpunkt deutlich unter dem von Wasser liegt. Wasser ist auch noch mit da drin, Verdicker sind da mit drin. Das ist dann diese grüne, schleimige Flüssigkeit, die wird aufgetragen, um die Bildung von weiterem Eis an der Tragfläche zu verhindern. Ist diese sogenannte Holdover-Time abgelaufen, bevor die Maschine in die Luft kommt, dann muss das Ding tatsächlich noch einmal komplett neu enteist werden. Safety first. Ausschlaggebend für die Länge der Holdover-Time ist logischerweise, wie genau und mit welcher Flüssigkeit enteist wird. Also manchmal reicht es ganz einfach aus, die Maschine mit einer Typ-1-Flüssigkeit, mit dieser orangenen Flüssigkeit, einfach nur von Schnee und Eis zu befreien. Aber manchmal braucht es dann eben auch ein zweistufiges Enteisungsverfahren mit Typ-1-Flüssigkeit und oft Typ-4-Flüssigkeit. Das ist dann dieser grüne Schleim, der nochmal oben drauf gelegt wird, damit auch wirklich kein neues Eis entstehen kann. Und dann ist aber natürlich entscheidend für die Holdover-Time, wie die Bedingungen draußen sind. Also wie ist das Wetter? Regnet es, schneit es, wie kalt ist es wirklich oder ist dann tatsächlich vielleicht auch einfach schönstes Wetter? War so ein bisschen leichter Frost auf der Tragfläche, Temperaturen von knapp unter 0 Grad, dann dauert es nach dem Enteisen ewig, bis die Tragflächen wieder Eis oder Schnee ansetzen. Aber wenn es wirklich kalt ist und Frau Holle hat den besten Tag ihres Lebens, es schneit wie Sau, dann kann es tatsächlich schon nach wenigen Minuten nach dem Enteisen dazu kommen, dass wieder Schnee und Eis auf den Tragflächen zu finden ist. Diese zusätzlichen aufwendigen Arbeitsschritte an einem großen Flughafen mit hunderten Starts am Tag, dann auch noch mit einer regelmäßigen Räumung einer 4000 Meter langen, 60 Meter breiten Startbahn abzupassen und zu organisieren, ist logischerweise eine riesige Herausforderung und reduziert an sich schon mal die Kapazität des Flughafens. Vor allem aber dann, wenn die schlechteste Kombination überhaupt eintritt. Für die Dauer dieser Holdover-Time schauen wir in eine Tabelle. Und da mal ein Beispiel. Typ 4 wurde verwendet, draußen haben wir minus 5 Grad Celsius und ganz leichten Schneefall. Dann ergibt sich daraus bei unverdünnter Enteisungsflüssigkeit eine Holdover-Time von bis zu 3 Stunden. Ist also völlig entspannt. Anderes Beispiel, draußen sind es minus 15 Grad Celsius, es schneit verdammt doll, dann ergibt sich eine Holdover-Time, je nach genauen Bedingungen, von 2 bis 9 Minuten. Und das ist dann schon eine ganz andere Geschichte. Und jetzt lasst uns mal ganz kurz darüber sprechen, was wir denn größtenteils in Deutschland in den letzten Tagen für ein Wetter hatten. Ich bin das letzte Mal geflogen am Sonntag, saß dann früh morgens am Stuttgarter Flughafen, hatte die Artis in der Hand, also die Information des Flughafens und den Wetterbericht, und staunte nicht schlecht, als da drauf stand minus 14 Grad Celsius. Es war so richtig kalt. Aber ansonsten Hochdruckwetterlage, keine Bewölkung, völlig entspanntes Wetter, bester Sonnenschein. Und dementsprechend hatten wir nach dem Enteisen des Flugzeuges auch überhaupt keine Probleme mit der Holdover-Time. Aber dann kamen ja Tiefdruckgebiete, wärmere Luftschichten. Und, ihr habt es vielleicht in den Nachrichten mitbekommen, gefrierender Regen. Aus wärmeren Luftschichten kommt Regen, kein Schnee, Regen, der auf dem Weg zum Boden aber nicht mehr gefrieren kann. Trotzdem aber unter 0 Grad kalt werden kann. Und wenn der dann am Boden auf sehr kalte Oberflächen trifft, auf kalte Oberflächen unter 0 Grad Celsius, dann gefriert dieser Regen sofort. Das macht Gehwege und Straßen teilweise unbenutzbar und Flugzeuge, wir schauen wieder in die Tabelle mit den Holdover-Times, teilweise wirklich unfliegbar. Bei sehr kalten Temperaturen oder auch nur bei Temperaturen unter minus 3 Grad Celsius kann auch unverdünnte Enteisungsflüssigkeit laut dieser Tabelle nicht mehr garantieren, dass eine eisig kalte Tragfläche auch nur eine Minute lang nach dem Enteisen, nach diesem aufwendigen Vorgang bei gefrierendem Regen wirklich eisfrei bleibt. Schauen wir in den Wetterbericht des Münchner Flughafens vom 16. Dezember um 7.50 Uhr als Beispiel, dann steht dort Freezing Rain, gefrierender Regen. Unter diesen Bedingungen können Flugzeuge tatsächlich einfach nicht sicher starten.
Völlig egal, wie gut der Flughafen darauf vorbereitet war. Hier ist die Natur tatsächlich einfach etwas stärker. Und man könnte einfach nicht garantieren, dass die Maschinen unter diesen Bedingungen sicher in die Luft kommen. Deswegen fallen in den letzten Tagen so viele Flüge aus. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch die Frage beantworten. Hoffe, es waren ein paar spannende Infos mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald beim neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.